Montag hier von der 2014er Steamer-Show in Las Vegas. Bei den Schule Autobrokers ein Fahrzeug für den Jäger und Sammler. Das ist ein Ram 2500. Das heißt ja nicht mehr Dodge, sondern nur noch Ram. Größer als der 1500er. Die Outdoor-Variante, nennt sich Outdoors Man. Kommen 6,5 Liter Hemi, Benziner, kein Diesel. Was hier auch gar nicht so außergewöhnlich ist, in Europa vielleicht eher bei der Größe dieses Fahrzeugs, aber naja, Verbrauch und derlei ist eigentlich auch nicht wichtig bei den Erwerbern des neuen Fahrzeugs. Also wie man sieht, höher gelegt, die Farbe ist speziell, nennt sich Swamp Pink Green, wie so mattgrün, muss man sich das vorstellen. Tolle Geschichte ist es ja die bekannte Rambox. Hier von der Seite, dort sieht man dann Angelzubehör und derlei. Ganz spannend finde ich diese Sitzbank. Also die Rückklappe wird zu der Sitzbank gesetzt. Hieraus könnte man dann theoretisch jagen oder angeln oder sich in diesen Verhau verstecken. Eine weitere Rambox. Das Ganze ist in Zusammenarbeit mit Mossy Oak und Mopa realisiert worden. Sehr interessantes Fahrzeug. Sicher sehr selten. Schiebedach. Standardausstattung. Ein wuchtiges Gerät mit Seilwinde vorne. Ja, vielen Dank.